So, hallo und herzlich willkommen im Keller. Und zwar habe ich irgendjemand vor langer Zeit versprochen, dass ich dann auch nochmal drauf eingehe, was ich denn auf eine Trekkingtour an Erste-Hilfe-Materialien mitnehmen würde. Und das liegt hier im Wesentlichen rum. Ansonsten ist das jetzt hier so mein entsprechendes Expeditions-Erste-Hilfe-Material, beziehungsweise ja, die Reiseapotheke, wenn man so möchte. Sowas sollte immer ein bisschen den individuellen Bedürfnissen angepasst sein. Und in meinem Fall heißt das, ich brauche an Medikamenten im Prinzip fast nichts. Ich habe mich diesmal entschieden, mal Schmerzmittel mitzunehmen, weil die halt eben auch noch fiebersenkende Wirkung haben. Und um die fiebersenkende Wirkung geht es mir. Schmerzen sind mir persönlich relativ egal. Ich bin da, Gott sei Dank, bisher relativ viel von verschont geblieben, beziehungsweise habe, was das angeht, einfach niedrige Schmerzempfinden. Für mich persönlich heißt das allerdings natürlich auch, dass was hier jetzt nicht liegt, weil es da ist, wo ich es dauernd nehme, ich muss persönliche Medikamente mitschleppen und ich habe das Pech, dass ich schon ein bisschen Bluthochdruck habe und dementsprechend darf ich da was fressen, was ich dann auch natürlich auf die Reise mitnehmen werde. So, also meine Hoffnung ist, dass das jetzt einigermaßen zu sehen und einigermaßen groß genug ist. Willkürlich mal irgendwo angefangen. Das da sind Bundeswehr-Verbandspäckchen. Die hatte ich euch, glaube ich, auch schon mal bei meinem Nicht-Erste-Hilfe-Paket gezeigt. Ich finde die von daher toll, weil sie wirklich ziemlich viel Verbandmaterial enthalten, auch sehr viel Wundauflage, nämlich eine doppelte. Im Prinzip ist das ein Schusswundenverbandspäckchen. Man kann sich also quasi auf die Austrittswunde die eine Wundauflage und auf die Eintrittswunde die andere Wundauflage draufpacken. Jetzt rechne ich in Schweden nicht wirklich mit nennenswerter Schießerei, aber wer weiß? Nein. Aber ja, ich finde die deswegen eben praktisch wegen diesen zwei Wundauflagen. Man kann auch notfalls eine eben für eine andere Wunde verwenden und dann eine andere Binde drüber machen. Wenn großflächige Schürfwunden zum Beispiel da sind, hat man eben mit so einem Verbandspäckchen auch großflächig Material zum Abdecken. Es ist mir generell immer wichtig, vergleichsweise viel Möglichkeiten, um ja auch mal was Großflächiges abdecken zu können, dabei zu haben. Und so ein Bundeswehrverbandspacking, das deckt wirklich schon einiges ab. Und davon habe ich jetzt zwei geplant mitzunehmen. Vielleicht ändert sich das auch noch mal ein wenig, keine Ahnung. So, dann handelt es sich ja eben um eine Tour in sehr zivilisationsfernen Gebieten. Da kann es also durchaus passieren, dass einem schlimme Dinge passieren. Und man innerhalb kürzester Zeit was gegen starke Blutungen zum Beispiel unternehmen muss. Oder eben es, ja, zum Beispiel, der häufigste Fall, was mir auch schon wirklich selber passiert ist, man dann Steinchen in der Wunde hat und solche Späße. Kann sein, dass diese Teile, Fremdkörper, dann so schwer rauszukriegen sind, dass es hilfreich ist, wenn man irgendwas zum Schneiden dabei hat. Deswegen habe ich hier sterile Skalpellklingen eingeplant und das liegt jetzt zwar nicht da, macht aber Sinn, wenn ich es da kurz dazu lege. Einen entsprechenden Skalpellgriff. Ja, ich traue mir natürlich jetzt keine größeren Operationen zu. Ich habe das mal ein bisschen an so einem medizinischen, also chirurgischen Trainingskissen alles ausprobiert und mal ein wenig geübt. Natürlich sind da meine Fähigkeiten nicht ansatzweise ausreichend, um zum Beispiel das in einem Video vorzuführen. Das wäre völlige Idiotie. Da muss man selbstverständlich einen jemanden fragen, der sich damit wirklich so richtig auskennt. Trotzdem für meinen persönlichen Hausgebrauch, ich bin ja alleine unterwegs, ich muss es also irgendwie selber machen und ich will zumindest die Möglichkeit dabei haben, dass ich es dann versuche. Wäre ja doof. Die Alternative besteht darin, dass man sich hinlegt und wartet, bis die Entzündung kommt und hofft, dass der Rettungshubschrauber rechtzeitig da ist. Also ja, wenn eine Wunde genäht werden muss, hätte ich so die Möglichkeit, die Wundränder noch so ein bisschen zu begradigen. In der Hoffnung, dass ich das dann auch irgendwie an mir selber mit der zum Beispiel vielleicht noch freien Hand, möglicherweise habe ich sogar noch beide Hände, wenn es das Bein gewesen ist oder sowas, dann das auch nähen kann. Auch das habe ich mal an so einem chirurgischen Übungskissen geübt, aber werde das niemals in irgendeinem Video vorführen, weil das ist Quatsch. Ich bin ja kein Experte, das ist Blödsinn, wenn ich dann, der Laie soll es dem Laien nicht beibringen, sondern der Experte dem Laien. Ich muss da auch noch mal irgend so einen erweiterten Kurs machen irgendwann. Habe das bisher auch wirklich nur im Selbstversuch
versucht. Aber ja, ich meine, was soll man machen? Die Tour steht, die Tour wird stattfinden. Demzufolge, ich weiß nicht, ob ich es hinkriege, wenn es zu einem entsprechenden Notfall kommt, aber ich will das Material einfach dabei haben. Das ist so die Philosophie, die da im Hintergrund steht. Das hier ist chirurgisches Nahtmaterial, diese Dinger. So ein Päckchen enthält eine Nadel, die ist ja auch zu sehen, das ist dieses gebogene Objekt. Und entsprechend ist da auch noch Faden dabei, und zwar 45 cm. Das Ganze ist natürlich auch steril, ist ziemlich neu gekauft, wird auch noch eine ganze Weile steril sein. Haltbar bis, wo steht's? 2021. Also da muss ich mir dann keine großen Sorgen machen. Das sollte man natürlich dann auch vernünftig verpacken. Ich weiß übrigens noch nicht so hundertprozentig, wie ich das Zeug verpacke, welche Tasche ich dann nehme. Vielleicht kaufe ich mir auch nochmal eine neue. Deshalb kriegt ihr jetzt eine Verpackungsart nicht zu sehen, weil da bin ich eben noch am Überlegen. Ja, ich denke nicht, dass ich irgendwas großartig nähen werden muss, aber wie gesagt, ich möchte einfach die Möglichkeit dazu haben. Das hier sind Alkoholtupfer, also die üblichen kleinen Wattestückchen, die mit Alkohol getränkt sind. Soll man offiziell nur für oberflächige Hautdesinfektion verwenden, wenn man es überhaupt für Hautdesinfektion verwendet. Man kann damit auch Kameradisplays, Handy-Displays sauber machen. Man kann sie auch als Zunder natürlich gebrauchen. Brennen tun die auch. Und ja, da gibt es jede Menge Anwendungsmöglichkeiten. Aber eigentlich zur Hautdesinfektion, bevor man sich zum Beispiel eine Spritze reinjagt. Spritzen habe ich jetzt auch nicht dabei. Es gibt Leute, die haben im Expeditionsgepäck, im krassen Expeditionsgepäck, dann meint es ja sozusagen so ein bisschen die Light-Version, so erweitertes Trekking-Verbandskasten würde ich es jetzt nennen. Aber die haben im Expeditionsgepäck dann natürlich auch noch diverse Spritzen und diverse dann verschreibungspflichtige Medikamente sich vorher vom Arzt besorgt. Ich möchte nichts mitnehmen, was verschreibungspflichtig ist, also außer meine Blutdrucktabletten, die natürlich schon, aber das ist mir einfach, irgendwann wird es mir zu viel, das fühlt sich dann für mich einfach bescheuert an, wenn ich so einen riesen Aufwand betreibe, als würde ich jetzt, keine Ahnung, 8 Wochen in die Sahara aufbrechen oder was, da bräuchte man dann sowieso nochmal andere Sachen und da würden sie auch Sinn machen, aber Schweden ist ja harmlos und man kann sich ja eben auch retten lassen und man kommt ja unterwegs auch an Hütten vorbei, die dann auch einen Verbandskasten vor Ort haben, wenn irgendwas fehlt. Die haben auch Medikamente vor Ort und die können einen dann notfalls eben auch irgendwie in die Zivilisation ausfliegen. Gut. Aber da dieses Zeug jetzt wirklich nur zur oberflächlichen Desinfektion eigentlich gedacht ist, klar kann man es zur Not auch für was anderes hernehmen, habe ich hier noch so eine antiseptische Sprühlösung, Sprühfläschchen. Das gibt es in jeder Drogerie, das gibt es natürlich auch in jeder Apotheke. Das ist jetzt nichts Besonderes, das ist immer so eine Mischung aus Alkohol und noch so ein paar anderen Sachen, die da drin sind. Ich gehe mal davon aus, dass das so funktioniert, wenn man es halt überall kaufen kann. Kann man sich auch in die Wunde sprühen und ja, Wunddesinfektion eben. Oberflächliche Hautdesinfektion, Wunddesinfektion. Ganz wichtig, also gerade so Desinfektionsmittel sollte man nicht mit geizen. Dieses Teil hier, das ist für den Fall, dass ich doch tatsächlich mal einer anderen Person begegnen sollte, die da am Sterben rumliegt. Ist natürlich auch wieder fragwürdig, inwiefern es Sinn macht, da irgendwie mit Herz-Lungen-Wiederbelebung anzufangen, weil anders als in Hollywood springt besagte Person, die man gerade Herz-Lungen-Wiederbelebt, nicht irgendwann auf und sagt Danke und gibt einem einen großen Schmatzer, sondern das muss man so lange machen, bis der Arzt kommt. Und da ich mich ja voraussichtlich irgendwo mitten im Nirgendwo befinden werde, müsste ich das dann ein paar Stunden durchführen und das ist schlicht und ergreifend unmöglich. Mein Erste-Hilfe-Mensch, der mich da ausführlicher ausgebildet hat damals, was schon ziemlich lange her ist, also die grundausführliche Ausbildung, die habe ich, da war ich glaube ich, was war ich denn da, 16, 17 oder was, aber dafür ging das dann wirklich über ein Jahr, einmal pro Woche 90 Minuten oder was, da haben wir wirklich alle möglichen Kniffe gelernt, also deshalb kann ich schon relativ viel, denke ich, ganz gut selber machen, aber ich würde das niemals eben in einem Video zeigen, weil ich dafür nicht genug Experte bin, da gibt es Leute, die sind da drin ausgebildet, also zum Ausbilden ausgebildet und die können das viel besser als ich. Jedenfalls, Herz-Lungen-Wiederbelebung, sehr fragwürdig, ob mir das was bringen wird, aber das ist eine Beatmungsmaske, um jetzt endlich mal zu sagen, was da überhaupt drin ist. Einweg verpackt, man bekommt die dann nie wieder rein, wenn man sie mal rausgenommen hat. Ich habe sie halt mal dabei, Punkt. Verbandmaterialien, das ist, glaube ich, ein Verbandspäckchen. Das ist ein Verbandspäckchen, der Rest sind Mullbinden. Das hier ist nochmal zwei große Kompressen. Für eben großflächigere Geschichten.
Jetzt ist mir hier mein Lämpchen ausgegangen. Na egal, man sieht es ja trotzdem noch. Die hat eh nicht viel Licht gegeben. Ja, Verbandmaterial halt. Pflaster. Ich habe jetzt hier noch ein paar alte drunter liegen zum Zeigen. Das ist halt eben dieses Standard Hansaplast Pflasterstreifen von, ich glaube, die sind immer 10 cm lang. Meiner Meinung nach ist dieses Standardpflaster besser als jeder doofe Zuschnitt, der einzeln steril verpackt ist und so weiter und so fort. Klar, Verpackung ist ein bisschen fragwürdig bei den Dingern zugegeben, aber dafür kann man sich da auch diesen berühmten Fingerkuppenverband draus machen, aber selbst den möchte ich nicht vorführen. Das könnt ihr bei anderen Leuten echt viel qualifizierter sehen. Aber ja, nach dem, was ich erzählt bekommen habe und nach dem, was ich gelernt habe und persönliche Vorliebe, diese stinknormalen Standardpflaster, die es gefühlt seit 100 Jahren überall zu kaufen gibt, das sind die einzig wahren. So. Was sieht man denn gerade? Was ist denn noch im Bild? Ja, dann habe ich eben auch noch so ein bisschen Operationszubehör in Anführungszeichen. Das hier ist eine, ja, schon ziemlich feine Pinzette, relativ lang. Ich habe beide Pinzetten, die ich mir gedenke mitzunehmen. Das ist die extrem feine Pinzette. Ist jetzt auch noch so ein bisschen verpackt, damit die nicht großartig Schaden nimmt. Also die ist quasi nadelspitz und die hier, ich halt mal, ja gut, ihr könnt es hoffentlich erahnen, die ist auch schon sehr fein, aber eben noch nicht für die ganz feinen Fremdkörper, wie zum Beispiel ganz feine Holzsplitter oder ähnliches Zeug, ist er dann noch nicht fein genug. Aber die sind halt eben für sowas gedacht, wenn man Fremdkörper in der Wunde hat, um die rauszuholen, Skalpell, um sie gegebenenfalls noch ein bisschen freizuschnibbeln, wenn es gar nicht anders funktioniert. So die Theorie. Viel mehr als Fremdkörper aus Wunde holen werde ich auch nicht chirurgisch machen können. Und wenn die Näherei funktioniert, dann bin ich ohnehin schon die nächsten 3 Tage so glücklich, dass ich gar nicht sterben kann. Sollte es aber tatsächlich dazu kommen, dass es irgendeine größere Verletzung gibt mit lebensbedrohlicher Blutung, jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit mit der ollen Aderpresse. Quatsch. Ja, mit so einem Tourniquet bzw. Aderpresse abbinden eben. Das ist ja viel umstritten, ob man das tun soll oder nicht. Die Militärs tun's. Für Zivilisten wird es von jedem Arzt definitiv nicht empfohlen. Und wenn man es tut, dann muss man das Ding dran lassen, bis man im Krankenhaus ist. Jetzt ist das für mich so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Wenn ich ganz viel kaputt mache, dadurch, dass ich das Ding anbringe und es selber nicht abmachen darf und es aber auch nur maximal, keine Ahnung, wie viele Stunden dran lassen darf, bevor mir die entsprechenden Gliedmaße, die ich abgeschnürt habe, abstirbt und ich das Bein dann amputieren kann oder den Arm, ist mir das alles einfach echt zu, nee, das ist irgendwie alles doof. Und deswegen lebensbedrohliche Blutung, na, möglichst schnell stoppen, nicht irgendwie hier jetzt Tourniquet dran und ganze Gliedmaße abbinden, sondern das hier ist eine Arterienklemme. Die verwendet man halt eben zum Abklemmen der einen lebensbedrohlich blutenden Arterie. Das sieht ja aus wie so eine Schere, allerdings hat die hier unten, ich hoffe, man kann es sehen, dann nochmal so einen Verschluss. Das heißt, wenn die zu ist, dann bleibt die auch zu und die geht dann nicht mehr auf und die klemmt das Ganze dann zuverlässig ab und zwar eben nur die eine jetzt verletzte Arterie. Und wenn die dann abgeklemmt ist, dann kann man die theoretisch vernähen. Praktisch kriege ich das wahrscheinlich dann wieder nicht hin, mangels Skill, aber man kann einen Knoten reinmachen. Also nicht mit der Arterie selber, sondern natürlich mit entsprechendem Nahtmaterial. Das ist sozusagen die Idiotenlösung, soweit ich das recherchiert habe. Hört nicht auf mich. Hört verdammt nochmal nicht auf mich bei solchen Sachen. Recherchiert selber, macht euch selber schlau, fragt jemand, der sich da besser auskennt. Aber ich wollte einfach mal gezeigt haben, was ich da so mitnehme. Und eben der idiotische Masterplan, zu dessen Alternative es nur noch für Bluten gibt, besteht darin, eben Arterie mit dem hoffentlich schnell genug finden, mit dem Ding abklemmen, dann tatsächlich ein Knötchen drauf machen, Wunde insgesamt vernähen, um vielleicht den Blutverlust zu minimieren. Das müsste ich mir dann gegebenenfalls überlegen, wie man dann da vorgeht und dann halt eben hoffen, dass man es irgendwie schafft, wankend, schwankend bis zur nächsten Hütte zu kommen oder gerade sich das Glück hat, an einer Stelle zu liegen, an der es Handyempfang gibt. Laut Reiseführer gibt es solche Stellen überhaupt nicht. Außer man ist gerade in der Siedlung, dann wäre das sowieso nicht so das Problem. Gut, aber so halt eben die Theorie. Dann habe ich noch rumliegen 2 Trockentupfer.
Die sind dafür da, um zum Beispiel die Haut abzutupfen, nachdem man sie mit sowas desinfiziert hat. Ich habe keine Ahnung, ob ich die jemals für irgendwas brauchen werde und ob die wirklich notwendig sind. Aber ich habe die, die sehen cool aus, die nehme ich mit. Das ist Ben-Logik, das müsst ihr nicht verstehen. Ebenfalls aus Ben-Gründen habe ich ein Dreiecktuch. Klar, heutzutage sind die jetzt gar nicht mehr so beliebt, aber zu meiner damaligen sehr ausführlichen Ausbildung in eben Verbandstechniken und so weiter und so fort gehörte jede Menge Scheiß mit einem Dreieckstuch. Heißt, ich kann mit dem Ding so richtig, richtig, richtig viel machen. Ich hoffe, ich erinnere mich an die Hälfte, dann ist es immer noch viel. Und deswegen habe ich eins dabei, weil ich es halt wirklich gelernt habe, mit dem Teil zu hantieren. Und das könnte mir dann persönlich aufgrund meiner spezifischen Ausbildung relativ hilfreich sein. Klar, man kann ein Dreiecktuch mit diversen anderen Materialien improvisieren. Ob man jetzt wirklich hier so ein medizinisches braucht, ist nochmal eine andere Frage. Einmal Handschuhe sind auch eher für den Zweck gedacht, dass ich jemand anderen vielleicht eventuell treffe, der Hilfe gebrauchen kann. Dann sind die zum Selbstschutz gedacht. Deshalb sind die auch nicht steril. Wenn ich meine Hände sterilisieren will, dann habe ich hier wieder solche Tüchlein dabei. Achso, davon nehme ich übrigens noch viel mehr mit. Nicht nur die paar, die hier liegen. Da habe ich nur so exemplarisch ein paar dahin gelegt. Das funktioniert hoffentlich. Die Instrumente hier, die werde ich auch noch weitestgehend sterilisieren, zumindest in einen fast nahezu keimfreien Zustand überführen und dann in eine fast nahezu keimfreie Verpackung, irgend sowas ähnliches wie sowas hier, einpacken. Steril transportieren geht nicht, dann müsste man sie wirklich einschweißen in irgend sowas hier und bräuchte wirklich eine Maschine, die das Zeug wirklich sterilisiert. Steril ist ja absolut keimfrei, das kriegt man im Haushalt schwer hin, also auf medizinischem medizinischem chirurgischen Standard gesehen irgendwie. Habe ich mir sagen lassen, aber nochmal, hört nicht auf mich, ja? Ich habe hier auch noch so ein bisschen Klebegedönse, um Verbände irgendwie festzukleben. Werde ich normalerweise nicht brauchen, weil ich da diverse andere Techniken zu befestigen eines Verbands ganz ohne Hilfsmittel gelernt habe. Aber, ja Gott, frisst wenig Platz und wiegt gefühlte 3 Gramm. Also das nehme ich dann wirklich noch mit. Gewichtstechnisch wäre es vielleicht nochmal wichtig, bei der Erste-Hilfe-Ausrüstung darauf hinzuweisen, Dinge, bei denen man nicht am Gewicht sparen sollte, genau das Zeug hier. Also da wirklich im Zweifelsfall noch ein bisschen mehr mitnehmen. Das wiegt dann noch ein paar Gramm extra. Aber man kann sich den Kochlöffelstiel absägen. Man kann sich Löcher in die Zahnbürste bohren, ist in den Griff. Man kann die Ränder der Karte abschneiden. Man kann alle möglichen Dinge mit Löchern versehen. Aber wo man niemals sparen sollte, ist halt eben die Silberausrüstung. Die ist ein bisschen doof. Gut, jetzt, persönliches Ben-Problem. Ben hat ja Kniearthrose. Deshalb braucht Ben, also hilft ihm sehr gut, eine Diclofenac-Salbe. Ich habe inzwischen alle möglichen Diclofenac-Salben durchprobiert, von Ratiopharm, von Voltaren, von was weiß ich was. Und ich kann keinerlei Unterschied irgendwie in der Qualität feststellen. Deswegen nehme ich ab sofort die billige. Die hilft nämlich genauso wie alle anderen auch. Dass mir die Knie unterwegs wehtun, das ist so gut wie sicher. Und dann werde ich so gut wie sicher diese Salbe brauchen. Und die wird mir auch genauso gut wie sicher dann auch entsprechend helfen. Das Gute bei Diclofenac ist, das wirkt nicht nur Schmerzreduzierend, sondern eben auch entzündungshemmend. Und das ist dann insbesondere dann sinnvoll, wenn es sich ohnehin um eine chronische Entzündung handelt. Die bringt dem Körper nichts mehr. Ich habe es schon mal erwähnt, generell sind Entzündungen ja zu was gut. Der Körper lässt ja nicht die Entzündung eines Gewebes zu, um einen zu ärgern. Und man muss dann sofort was gegen die Entzündung tun. Sondern die Entzündung hat schon durchaus eine sinnvolle Funktion und ist ja eine Gegenmaßnahme gegen dort vorkommende Keime zum Beispiel. Aber das führt jetzt zu weit. Deswegen, man muss nicht unbedingt, wenn sich was entzündet, sofort irgendwas gegen die Entzündung unternehmen. Die Entzündung ist ein Symptom. Gegen die Ursache sollte man was unternehmen. Aber da kann man sich natürlich wunderbar streiten. Und habe ich schon erwähnt, dass ihr nicht auf mich hören sollt. Gut, dann kommen wir zu den Medikamenten. Und was ich hier habe, ich halte es auch gerne nochmal in die Kamera, ohne jetzt Schleichwerbung für diese Marke machen zu wollen. Ich habe keine Ahnung, was für Marken ist. Da gibt es doch nicht scheißegal. Es handelt sich um medizinische Kohle. 250 Milligramm pro Tablette und 30 Stück sind drin. Das ist wenig, denn theoretisch hilft das Zeug bei Vergiftungen. Jetzt sage ich theoretisch, weil wenn man die nach der Packungsbeilage in der entsprechenden Konzentration einnehmen wollte,
die es braucht, um bei Vergiftungen wirklich so richtig schön zu helfen, dann sind das, glaube ich, bei meinem Körpergewicht etwa 250 Tabletten. Das heißt, 9 Schachteln? Nicht ganz, 8,5 oder was auch immer. Und das kann ich halt einfach auf einer Trekkingtour nicht mitschleppen. Das ist einfach utopisch. Außerdem das dann einzunehmen, viel Spaß. Gut, aber wenn man eine Vergiftung hat, dann macht man das vielleicht eventuell durchaus. Deswegen, meine Hoffnung, gut, eine Schachtel hilft vielleicht auch ein bisschen. Des Weiteren hilft das Zeug gegen Durchfall und ich hatte es auf bisher all meinen Gruppentouren dabei, also seien es welche, wo ich auch Teilnehmer mit gewesen bin und auch diejenige, wo ich als Teamleiter dabei gewesen bin, hatten wir immer diese Dinger dabei und gerade bei letzterer, die ich da selber geleitet habe, hatten wir eine Patientin in Anführungszeichen, die hat einfach irgendwie Panikattacken gekriegt, weiß kein Mensch, was das genau gewesen ist, jedenfalls hat man der wunderbar Kohletabletten verabreichen können. Die hatte keinen Durchfall und auch keine Vergiftung. Ist im Prinzip völlig Wurst gewesen. Aber die Teile sind ein super Placebo für Leute, denen man eigentlich keine Medikamente geben darf. Denn die haben null Nebenwirkungen. Außer vielleicht, wenn man ganz viel davon frisst, gibt es Verstopfung irgendwann. Aber das ist auch schon alles. Also da kann auf keinen Fall was Schlimmes passieren. Deshalb ein super Placebo. Und man kann denen dann allen möglichen Scheiß zu der tollen Aufbereitung dieser medizinischen Holzkohle erzählen. Und welch wunderbar antivirale und antibakterielle und beliebige böse Chemikalienwirkungen dieses Zeug doch hat. Ich habe es irgendwann so oft erzählt, dass ich inzwischen selber dran glaube und deswegen nehme ich das Zeug jetzt mal mit. Placebo-Effekt ist immer was Gutes. Wenn man selber dran glaubt, dann hilft es auch selber. Also wirklich, das ist nachgewiesen. So, dann Paracetamol. Paracetamol ist das einzige Schmerzmittel, das ich kenne, also kenne im Sinne von, dass ich mal genommen habe. Ich habe ja eingangs schon erwähnt, ich bin leider damit gesegnet, dass mir eigentlich selten was wehtut. Und beziehungsweise, wenn mir was wehtut, dann ist mir das auch egal. Ich habe bei der Bundeswehr, wer bei der Bundeswehr war, weiß, man kriegt für jeden Scheiß Paracetamol. Und da habe ich auch für jeden Scheiß Paracetamol bekommen. Und man wurde gesagt, ich soll das Paracetamol dann halt auch mal nehmen, damit ich dann möglichst bald wieder fit bin. Natürlich wird man nicht schneller gesund, weil man Schmerztabletten frisst. Aber das Schöne ist jetzt, die haben auch noch eine fiebersenkende Komponente und das kann natürlich outdoors sehr interessant sein, insbesondere wenn man halt irgendwo im Zelt hockt und gucken muss, dass man jetzt nicht mit dem Fieber völlig ins Delirium abgleitet, dann ist es ganz lustig, wenn man irgendwas Fiebersenkendes dabei hat und das wäre jetzt in meinem Fall Paracetamol. Ich habe überlegt, ob ich Antibiotika mitnehmen möchte, aber da ich mich in einem total zivilisationsfremden Gebiet aufhalte, ist die Chance, dass ich damit irgendwelchen für den Menschen saumäßig gefährlichen Bakterien in die Berührung komme, die mit Antibiotika so einfach jetzt mal schnell wegzubehandeln wären, relativ gering. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Es macht wenig Sinn. In Schweden, es macht wirklich wenig Sinn. Das muss jetzt nicht großartig sein. Klar, man kann auch mit irgendwelchen körpereigenen Bakterien, die irgendwo wohnen und dann plötzlich woanders hinlanden, wo sie nicht hingehören, Darmdurchbruch oder solche Späße, kontaminiert werden. Aber dann hilft Antibiotika auch nicht mehr wirklich. Und ich habe mich entschieden, ich nehme keins mit. So, meckert, wenn ihr unbedingt wollt. Wird sowieso viel zu viel angewendet. Bei jedem Scheißschluck der Idiot Antibiotika. Die helfen nur bei bakteriellen Infektionen. Das habe ich jetzt schön gesagt. Bakterien. Egal, Ben regt sich auf. Das lassen wir jetzt. So, wenn ich keinen Bock habe, Kohletabletten zu fressen, das Zeug hier jetzt auch nochmal gegen Durchfall. Durchfall ist natürlich eine der häufigsten Reiseerkrankungen. Ich habe mir sagen lassen, das sind so spezielle Reisedurchfalltabletten. Viele sind da nicht drin. Wie viele denn? Gucken wir mal nach. Nicht viele, wie gesagt. Wird mir reichen. Ist jetzt unappetitliches Thema, aber Durchfall ist durchaus was bei mir mal vorkommt. Wie gesagt, immer schön die individuelle Krankheitsgeschichte abchecken. Fieber habe ich ganz, ganz selten und irgendwas anderes hatte ich noch nie, demzufolge. Mein Immunsystem ist auch ziemlich undurchdringlich. Nochmal ein Grund, weshalb ich keine Antibiotika mitschleppe. Ich habe meinen Lebtag ein einziges Mal welche gebraucht in meinen 32 Lebensjahren und vielleicht hätte ich nicht mal die gebraucht, das weiß ich natürlich jetzt nicht. Ich denke, es hat geholfen, das war sicherlich eine ganz, gar nicht so blöde Idee. So, war's das schon? Achso, Ibuprofen habe ich auch noch. Ich weiß aber nicht, ob ich Ibuprofen vertrage. Jetzt überlege ich, ob ich mir irgendeinen Schmerz
zulege, damit ich, bevor die Tour losgeht, Ibuprofen nochmal ausprobieren kann. Die können ja auf den Magen schlagen. Genetisch bedingt habe ich wahrscheinlich einen empfindlichen Magen oder werde mal einen kriegen, wenn ich noch ein bisschen älter bin. Demzufolge ist Ibuprofen wahrscheinlich das schlechtere Schmerzmittel für mich. Ja, da bin ich noch am Überlegen. Anders als Paracetamol wirkt Ibuprofen in hohen Konzentrationen dann irgendwann auch gesamtkörperentzündungshemmend. Das ist sicherlich ganz interessant, auch wenn man einfach entzündete Knie hat, dass man dann halt so viel von dem Zeug frisst, dass man dann weiterlaufen kann, weil die Entzündung ein bisschen gehemmt wird und man dann wirklich von den Schmerzen nicht mehr so viel mitbekommt. Das ist so der Hintergrund, der Hintergedanke, weshalb ich die jetzt mal mitnehme. Kann aber auch sein, dass ich müsste dann halt mal mit einer Tablette testen oder irgendwie relativ schnell feststelle, dass mir das überhaupt nicht gut tut und die sofort wieder absetzen muss und ich auf mein gutes altes Paracetamol zurückgreifen werde. Ja. Sinn von Schmerzmitteln für mich jetzt persönlich ist dann doch noch irgendwie zu schaffen, im Delirium noch unter grausamen Schmerzen bis zur nächsten Hütte weiter kriechen zu können, ja, und mich dann da entsprechend retten zu lassen. Ich glaube, jetzt war es das aber dann wirklich. Ja, 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 also hier sind auch diese Alkoholpads, die Packung dazu, da nehme ich noch ein paar raus. Ja, gut. Und das soll es dann auch gewesen sein. Da liegen seltsame Dinge auf meinem Boden. Wer hat die da wohl hingelegt? Ich habe Spione im Keller. Nein, ich glaube nicht. Ich bin einfach unordentlich. ja, wenn ihr jetzt irgendwie der Meinung seid, unbedingt besser zu wissen, was ich da mitnehmen soll und was nicht, dürft ihr mir das gerne mitteilen. Wenn ich mich für einen naiven Idioten halte, dass ich auf die Idee komme, irgendwie selber an mir rumschnibbeln zu wollen, im Zweifelsfall, wenn das notwendig werden sollte, dann bitte gerne. Bedenket bitte Folgendes. Es gibt da weit und breit keinen Arzt. Wenn man irgendwas Lebensbedrohliches hat, was schnell versorgt werden muss und ich bin alleine, dann kann ich das nur selber tun. Und ich kann überhaupt nichts tun, wenn ich dazu nichts dabei habe. Also lieber stümper ich an mir rum, ohne dazu wirklich qualifiziert zu sein, als gar nichts zu machen. Das ist so der Hintergrund. Ja. Im normalen Leben selbstverständlich wegen jedem Scheiß zum Arzt rennen. Nervt den Arzt. Nervt ihn wegen jedem Mist. Egal was. Finger tut weh, zum Arzt gehen. Schnittchen, kleiner Schnitt im Finger, zum Arzt gehen. Sofort. Was anderes habe ich nie behauptet, ja? Also, Ben hat nicht gesagt, schneidet selbst an euch rum. Ben hat nicht gesagt, kauft euch chirurgisches Nahtmaterial oder ein Skalpell oder irgend so einen Scheiß und schon gar keine Aderklemme und... Nein! Hat Ben nicht gesagt. Habe ich wirklich nicht gesagt, glaube ich. Wenn doch, tut's mir leid. Macht's gut!